Hallihallo, heute mal ein kurzer Tipp, ein sowas von kurzer Tipp unter Linux Mint. Hier in der Version 17 hat man standardmäßig nicht die Google-Suchmaschine. Nun, das wäre auf der Hauptseite kein größeres Problem. Im Speziellen oben im Suchfeld wird's dann interessant. Ja gut, google.de, da wollen wir eigentlich so hin. So. Jetzt kann man natürlich mit den Einstellungen vom Firefox in den Einstellungen. Gehen wir mal da kurz rein. Öffnet sich gerade bei mir auf dem anderen Fenster. Schiebe ich rüber. Kann man natürlich hier auch standardmäßig HTTPS, wenn man denn verschlüsselt suchen möchte, Google.de einstellen. Ja, dann sagt man okay, dann ist das gut. Ja, aber interessanter wird es eigentlich hier oben, ne, bei der Suchmaschine. Ja, hier oben, wenn man hier lieber suchen möchte, ne, da findet man nämlich Google nicht. Suchmaschinen verwalten, ne, da sind diese Suchmaschinen eingestellt. Weitere Suchmaschinen hinzufügen, da soll jetzt auch Google hin. Ne? Nun, das ist so ein bisschen versteckt, ne, da sind normalerweise nur diese Suchmaschinen drin. Und wenn man jetzt nach unten rollt, sieht man da das Google-Logo unter Commercial Engines. Da geht man dann drauf. Google Linux Mint, warum ist das nicht standardmäßig und bla bla bla, ist egal. Einfach dann nochmal, wenn man auf der Seite ist, ne, genau auf der Seite ist, dann geht man hier drauf und sagt dann Google hinzufügen. Boink. So, hat man das auch. Gut, soll Google immer ganz oben erscheinen, geht man nochmal auf Verwalten, klickt auf Google und geht dann nach ganz oben, nach oben, nach oben, bis Google ganz oben ist. Zack. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Bändern. Und dann gehen wir mal da drauf. Wie gesagt, die Google-Suche kann man natürlich speichern in Starteinstellungen. Wichtig war dann hier oben dieses Feld, das ließ sich so nicht aktivieren. Gut, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.